Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute eine weitere Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Wir wollen nämlich reingucken, was ich die Woche so an Gold gemacht habe. Heute sind wir wieder einen Tag später dran, so wie letzte Woche, sprich erst auf den Sonntag, weil am Samstag nicht so die Zeit hatte. Und dementsprechend ist jetzt vielleicht so ein halber Tag mehr an Aha-Verkäufen drin, aber ich denke mal so etwa eine Woche haben wir einen Zeitradius. Was habe ich so die Woche gemacht? Ich habe einen Haufen Gold ausgegeben und nicht so viel eingenommen. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Ich habe schon ein bisschen was eingetragen. Und zwar, ihr seht hier 17 Millionen Gold minus. Das liegt einfach daran, dass ich mir einen TCG-Mount gekauft habe. Das genauer, was und wie und was, werde ich dann in meiner anderen TCG-Videoreihe einmal zeigen. Aber jetzt schon mal vorab hier die Geschichte. Ja, es ist ein bisschen minus. Wir werden es mit in der Tabelle integrieren und ihr werdet trotzdem sehen, was ich quasi gemacht habe, wenn das nicht gewesen wäre, dass ihr so ein bisschen den Überblick an der Stelle habt. Genau, also ich habe 17 Millionen ausgegeben. Ihr werdet mich eh fragen. Es ist hier der Spektraltiger. Ich hatte den epischen schon und habe mir quasi jetzt noch den blauen gekauft, weil ich einfach alle Mounts komplett haben will und bin jetzt halt bei 615 Mounts. Genau. Alles weitere zu der Geschichte erzähle ich dann in der anderen Videoreihe. So, jetzt mit dem Gold. Ich habe jetzt quasi hier auf dem Account wieder 2,2 Millionen. War quasi nach dem Kauf von dem Tiger unten auf 800.000, also ich habe schon wieder ein bisschen Plus gemacht. Das war jetzt hauptsächlich so ein paar Boost-Geschichten, ein paar Inseln habe ich geboostet, ich glaube auch einmal einen Aschenfell-Mushan und dann waren es jetzt hauptsächlich auch noch ein paar Achievement-Sachen dabei, wo ich jemanden bei ein paar Dungeon und später jetzt auch noch bei ein paar Raid-Achievements geholfen habe und da noch ein bisschen Gold eingenommen habe. Genau. Und jetzt würde ich sagen, check mal auch noch mal so ein bisschen den Briefkasten. Und zwar, ich habe natürlich auch wieder mit den verschiedenen Klassen beziehungsweise Berufen ein bisschen Gold gemacht. Und ihr seht, hier haben wir mit Lederer und Schmiedekunst auf Antonidas. 100.000 sind schon im Postkasten, das nehmen wir jetzt auch nochmal raus. Und natürlich war ich auch mit den anderen Berufen aktiv. Ich kann euch aber sagen, es ist teilweise, merkt man jetzt schon so, es geht ein bisschen runter, die Preise sinken schon ein bisschen und man muss auch ein bisschen gucken, es docken auch viele jetzt schon die Mats pre für den Patch. Man wird ja die gleichen Mats wieder brauchen für die neuen Items, also für die 400, also die 400er Items, die man dann craften kann. Und dementsprechend, ja, sind die Preise schon ein bisschen teurer. Und ich bin auch schon am Überlegen, hey, soll ich hier ein bisschen was pre-stocken und mir dementsprechend quasi die Bank voll machen? Denn wenn man die gleichen Mats braucht und schon alle Mats vorrätig hat, kann man halt direkt mit der Produktion beginnen und muss dann halt nicht abwarten, bis die Mats wieder günstig sind oder muss dann eventuell teure Mats kaufen, was man ja nicht unbedingt will, weil man möchte ja mit dem Craften Gold machen und nicht unbedingt ja, Gold verlieren oder dann halt nur einen kleineren Teil machen. Ein bisschen Gelee habe ich anscheinend auch verkauft und meine letzten Tränke. Ich bin ja gerade nicht am Raiden, deswegen brauche ich das Zeug tatsächlich nicht. Und jetzt sind wir auf einem Stand wieder von 2,3 Millionen. Und das tragen wir jetzt einmal in die Liste ein. Na, kriegen wir das hin? Doch, hier oben sehen wir es. 2, 3, 6, 5 haben wir und ihr seht, wenn wir das jetzt vergleichen, nachdem ich es gekauft habe, war ich dann bei 800k und habe hier jetzt schon wieder einen ganz guten Plusbetrag gemacht. Also wir werden schon wieder auf unser Gold kommen. Ein TCG-Mount, wie gesagt, fehlt noch und mal gucken, wann ich mir das dann kaufen kann. So, dann gehen wir auf einen zweiten Account und zwar ist das hier mein Inschriften-Char. Auch auf Antonidas, der hat diese Woche nicht ganz so viel gemacht. Wir können es hier einmal rüberziehen. 82.000. Ihr seht, die Compendium-Dinger, die sind teilweise hier auf 1,8 unten. 1,8, 1,4. Da hast du kaum noch eine Gewinnspanne, leider. Es ist ja leider so, dass da viele Akteure im Markt sind und dementsprechend unsere Gewinnspanne schon extrem untergeht. Aber was als Positives zu betrachten ist, ihr seht, ich habe jetzt fast mit dem Char 1 Million Gold gemacht. Und ich habe dem ja ursprünglich einmal 50.000 geschickt, um die Berufe zu skillen, beziehungsweise die Mats zu kaufen. Und ich habe das immer wieder reinvestiert und habe jetzt aus den 50k innerhalb von ein paar Wochen fast 1 Mille gemacht, ne, mit dem einen Beruf. Ich habe mit dem ja theoretisch auch noch Alchi, aber ja, ihr wisst ja, wie ich zu Alchi stehe. Das funktioniert leider nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe ja letzte Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob es. Nee, das war nachdem ich das Goldding aufgenommen habe, habe ich im Stream dann auch noch mir quasi den Rang 3 von einer Flask geholt. Und dann ist es ja so, dass es eventuell Sinn macht, diese Flask herzustellen. Solange man den Rang 3 nicht hat, macht es ja keinen Sinn, die Flask herzustellen. Und das Problem war dann, selbst mit dem Rang 3-Rezept kann man ja Multiprocs kriegen. Und selbst damit, ich habe so wenig Multiprocs gekriegt, dass ich selbst
mit Mats aus dem AHA kaufen, mit Rang 3 Rezept, mit jeder Flask Minus gemacht habe, weil ich halt nicht dieses Proc-Luck hatte. Und da auf irgendwelches Proc-Luck zu gamblen, ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert, deswegen Alchi lasse ich die Finger weg. Vielleicht lohnt sich's auf manchen Servern, vielleicht habt ihr krasses Glück, aber ich mache mit Alchi nichts, das rentiert sich meiner Meinung nach nicht. So, hier haben wir noch ein paar Ringe verkauft und eine Flinte. Also ihr seht, auch hier haben wir nicht sonderlich viel gemacht mit Inji. Das sind gerade mal 3000 Gold gewesen, das hätten wir schenken können. Ich habe aber auch hier nicht restockt, ne? Also ich habe jetzt ihm auch kein Expulsum geschickt, weil ich die Woche jetzt nicht so viel zum Shuffeln gekommen bin. Und ja, mit den Ringen hast du leider nicht so eine hohe Gewinnspanne. Ich hätte ganz gern mit Alchi, wie gesagt, noch ein bisschen mehr gemacht, aber zumindest auf Antonidas, da sind die Preise so niedrig, dass sie es schlichtweg nicht rentiert. Und jetzt gucken wir noch auf meinen Schneider-Char. Mit dem war ich auch wieder unterwegs, habe wieder ein bisschen was hergestellt und auch vor allem mit VZ, wenn ich durch Shuffeln quasi meine Sachen klein mache, die ganzen Splitter und so, die ich einmal bekomme und dann ja dementsprechend auch mal Haar verkaufen kann. Selbst damit macht man relativ gut Gold. Also ich kann jedem empfehlen, wenn ihr mit Berufen Gold macht, macht euch einen Shuffle-Char, wo ihr dann auch Splitter verkauft und ihr seht, hier haben wir auch ein paar tausend Gold mit den Splittern verdient und das ist doch ganz nett. Da können wir jetzt auch nochmal gucken. 45.000 haben wir gemacht, das ist tatsächlich echt wenig. Ja. Wir haben nicht sonderlich viele Schneider-Items verkauft, aber besser als nichts, sagen wir es mal so. Dann können wir noch auf meinen Crab-Char hier auf Antonidas gehen. Und zwar ist das der hier. Und ich bin gerade so ein bisschen überlegen, ob ich mal bei diesen Twinks die ganzen unnötigen Add-ons ausmache. Ihr seht, meine Ladebalken sind immer gefühlt eine halbe Stunde lang. Liegt so ein bisschen daran, dass ich halt alle Add-ons auf allen Twinks anhabe und vieles ist halt echt unnötig. Ne? Und alles, was geladen werden muss, erhöht halt den Ladebalken um ein Vielfaches leider. Und deswegen, mal gucken. Man will aber immer ungern was missen. Vor allem diese Add-ons, die dir viele Informationen geben, wie zum Beispiel Alcoholic, was ich drauf habe. Da kannst du auf jedem Char halt zu so gucken, was er für Fertigkeiten hat, Gear und alles Mögliche, was er auch im Inventar liegen hat. Das ist sehr praktisch, aber das frisst halt sehr viele Ressourcen. Ne? Es ist halt immer gut, wenn man was sucht. Was habe ich auf dem Char noch rumflacken und dann kann man ein bisschen gucken. So, die Woche haben wir mit dem auch nicht so viel gemacht. Ihr seht, wir haben wieder ein paar Pets verkauft. Ein bisschen Transmog haben wir verkauft. Aber es war relativ mau, muss ich sagen. 22k, naja. Ich glaube, letzte Woche haben wir 70, 80k, oder? Durch den Char gehabt. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Es war schon deutlich besser. Da sind ein paar mehr Transmog rausgegangen. Und ich hoffe, dass ich dementsprechend nächste oder übernächste Woche vielleicht auch mal ein paar von den Rezepten verkaufe. Ich habe ja hier auch so Rezepte drin, hier für so 20, 30k, die ich nicht aktiv dafür gefarmt habe, aber unter anderem nebenbei für meine eigenen Rezepte abgefallen sind. Ihr seht, ich habe einige drin. Mal gucken, ob ich die noch verkauft kriege. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch auf Blackmore. Da habe ich vor allem ein bisschen restockt tatsächlich. Und zwar auf Blackmore war ich ein bisschen aktiver als auf Antonidas tatsächlich. Denn da habe ich versucht, so ein bisschen mein Expulsum-Lager schon mal vorzubereiten. Ich will ja vor 8.3 auf jedem Char mal so 1000 Expulsum haben, dass ich mir halt, wenn das Add-on live ist, nicht Gedanken drüber machen muss, okay, ich muss jetzt ewig Expulsum schaffeln, das kostet einen Haufen Zeit, sondern nein, dann brauche ich bloß noch Items herstellen, habe das so auf dem zweiten Account und kann das so nebenbei durchlaufen lassen. Ich möchte nämlich, sobald der Patch kommt, und dann gibt es ja auch wieder viele Sachen zu tun für mich, wie Mounts farmen, Pets farmen, Achievements und diverses, und dann will ich es so angenehm wie möglich haben und das Gold soll dann halt so nebenbei ein bisschen sprudeln. Zumindest ist das so die Grundidee. Und ja, da habe ich glaube so 200, 300 Expulsum habe ich schon mal geschaffelt. Das ist ja auch immer so ein bisschen leider ein Zeitfaktor. Ne? Ihr müsst diese ganzen Stoffe einmal einkaufen, die Sachen craften, das wieder in den Scrapper packen. Dann disse ich ja immer noch die ganzen Geschichten. Und ihr seht, hier habe ich tatsächlich mehr verkauft. Das ist mein Lederer Schmiedechar. Und mit dem habe ich 144k gemacht. Ich habe aber auch hier auf Blackmore sehr viel investiert. Ne? Ich glaube, ich habe 200k in Stoffe investiert. Oder 100k waren es in Stoffe. Also ja, dafür, jetzt gucken wir mal, bei dem habe ich nur 27 Pulver, aber beim anderen, genau bei meinem Stoffchar, habe ich 324, also über 200 habe ich mir wieder hergeschaffelt. Aber es hat sich rentiert, hier ist schon mal wieder einiges rausgesprungen. Und das sind wirklich nur Leder- und Schmiede-Items. Und hier sind teilweise die Preise, seht ihr, da habe ich eine Stangenwaffe für 10k fast verkauft, hier noch eine für 10k. Also hier sind die Preise tatsächlich noch besser als auf Antonidas. Da verkaufe ich das meiste für 2, 3k im Maximum. Die meisten Sachen sind tatsächlich sogar niedriger. Ja,
Das war, glaube ich, jetzt der Char, der am meisten abgeworfen hat mit 144.000. Und da seht ihr auch ganz klar, es ist halt krass, wie unterschiedlich die Server sind, ne? Es kann sein, dass bei eurem Server so viel Konkurrenz ist, dass es sich halt einfach nicht rentiert, was herzustellen. Das solltet ihr halt immer so ein bisschen abchecken, wie sind die Preise, lohnt es sich in den Markt einzusteigen oder lohnt es sich vielleicht nur gerade nicht in den Markt einzusteigen. Deswegen, es gibt nie immer so ein Rezept, wo man sagen kann, das ist die Goldfarm-Methode und die ist super, ne? Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie viele andere Leute das gleiche auf eurem Server machen. Dann würde ich sagen, gucken wir noch bei meinem Schneider-Char rein. Das ist der, wo ich so einen Haufen Expulsum quasi geschaffelt habe. Ich habe auch auf Antonidas ein bisschen was geschaffelt. Also da haben wir schon auch ein bisschen Expulsum. Aber das habe ich schon vor einer Woche oder so mir mal geholt. Jetzt muss ich mal gucken. Auf dem Main habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen was, wenn wir da schon mal sind. Wenn wir da mal einmal auf die Bank gucken. Halt, so müssen wir das machen. Ah, ja. Seht ihr auch, auf dem Main habe ich knappe 500 Expulsum auf der Bank flacken. Also mit dem habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Aber jetzt über die Feiertage holen wir noch einen Ticken mehr raus, indem wir auf dem zweiten Account quasi das Expulsum durchglühen lassen. Und hier seht ihr auch hier mit dem Charm, mit Inschriftenkunde habe ich ein bisschen was verkauft. Aber auch hier auf Blackmore sind quasi die Kompendium ziemlich down, teilweise nur noch für 1K, das lohnt sich kaum noch. Zum Glück sind die Tinten günstig, ne? Das kann ich euch sagen. Also ich habe teilweise einen Stack von dem Kraut aus Nasjatar für 6, 7 Gold pro Pflanze gekauft und das ist sehr günstig. Wenn ihr überlegt, vor 2, 3 Wochen waren die mal oben auf 30, 40 Gold pro Pflanze, da ist das schon eine andere Hausnummer. Und ihr seht, was ich auch mit dem geschaffelt habe, sind halt hier die Tränke und da, oder beziehungsweise diese tiefgefrorenen Tinten, da habe ich auch jetzt mal 5.000 auf der Bank, also ein bisschen was habe ich auch schon hier an Mats vorbereitet. Das hat halt auch immer so ein bisschen, ja, ist ein Zeitfaktor, das alles herzustellen. Aber ich lasse es auf dem zweiten Account durchlaufen und gut ist. Und ihr seht, auf Blackmore haben wir jetzt auch schon bald 1 Million Gold zusammen, obwohl ich, wie gesagt, ich glaube 100k habe ich für die Tinten, also 100k habe ich für Stoffe investiert und ich glaube auch nochmal so 50k für die Tinten, ne, die ich jetzt auch schon auf der Bank rumflacken habe. Genau. Und jetzt können wir mal gucken. Ich glaube, einen Char könnten wir theoretisch noch machen. Auf meinen Crab-Char. Den logge ich noch einmal ein, dass wir die richtigen Goldwerte haben. Den leere ich aber immer schon so aus, weil ich hier auch so ein paar Ingi-Items in meinem Postkasten habe und das blockiert dann immer alles. Deswegen muss ich den letzten Char hier, den hier auf Blackmore, den muss ich leider immer sofort ausleeren. Sonst, ja, verstopft das alles und dann zieht sich das blöderweise alles so ein bisschen in die Länge. Genau, also vom Main, den Goldbetrag hatten wir tatsächlich schon eingetragen. Da sind wir ja in etwa, ja, 1,5 haben wir etwa hier plus gemacht, sogar ein bisschen mehr. Und mal gucken, was wir auf dem zweiten Account am Plus machen. Wie gesagt, die 17 Millionen habe ich jetzt hier schon rausgerechnet, dass wir da so zumindest den Wochenwert kriegen, den ich eingenommen habe. Was ich die nächsten Woche jetzt auch machen wollte, ist hier so ein paar Rezepte kaufen. Ich kann euch das zeigen. Ich wollte hier Schmiedekunst mal die ganzen Rezepte fertig bekommen, sowohl hier in Classic als auch in der Scherbenwelt, da sind vor allem ein Haufen so World Drops, die ewig selten sind, die man zwar theoretisch irgendwie farmen kann, aber nicht so wirklich, weil World Drops ist halt immer schwierig. Und dann kann man die theoretisch im AH kaufen. Und wie ihr seht, gehen dann die Preise hoch. Und die nächsten Wochen wollte ich immer mal wieder ein paar tausend Gold hier rein investieren. Vielleicht immer, weiß ich nicht, so ein Viertel oder die Hälfte von dem, was ich durch meinen Boost-Char mache, ne? Dass wir da so ein bisschen was machen, dann werde ich das vielleicht hier auch ein bisschen eintragen, bis ich die Rezepte fertig habe. So, jetzt gucken wir bei dem letzten Char noch rein, dann tragen wir ein und gucken, wie viel wir quasi haben. Ihr seht, hier habe ich auch ein paar Splitter noch, die, ja, das sind quasi das, was ich shuffle. Ihr seht, hier haben wir ewig viele Splitter, da schicke ich quasi die ganzen blauen Handgelenke her, disst die alle und damit kann man auch noch ganz gut Gold machen. Gut, was haben wir jetzt overall auf dem Account? Wir sind jetzt bei 4,5 irgendwas. Das können wir jetzt mal hier rüberschieben. Dann tragen wir das auch nochmal ein. Sind wir hier bei 4, 5, 8, 6. Oh, warte mal, das ist die falsche Spalte. 4, 5, warte. Müssen wir nochmal gucken, dass wir uns nicht vertippseln. 8, 6 haben wir gesagt. Dann schauen wir mal. Gut, dann, wenn wir, das müssen wir rausnehmen.
Ich auch rausnehmen, oder? Ja, machen wir das mal so. Okay. Jawohl, dann kann ich einfach das hier von da oben eintragen. Dann passt das wiederum. Gesamtgold. Achso, na, meine Tabelle ist noch nicht so hundertprozentig. Eigentlich müsste es das hier zusammenzählen. Hallo? Cool. Machen wir ja einfach mal eine kleine Ding. Die Spalte plus die andere, dass wir so einen schönen Wert haben. Nein, ich möchte nicht beide Spalten. Ich will nur die Spalte hier haben. So. Da hatten wir 5,2 noch. Jetzt sind wir quasi bei. Ach nee, da wollen wir das Gold plus haben, ne? Das war jetzt Käse. Habe ich meine Tabelle kaputt gemacht. So. Da wollen wir ja die Differenz haben, ja genau. Aber das, den kann er jetzt hier nicht mehr rausziehen. Das ist das Problem. Ah, zurück, zurück, zurück. So, da ist das Problem. Also wir sind jetzt, ich muss das Naht mal fixen, aber wir haben jetzt etwa, ja, 1,5 Millionen plus gemacht. Das ist schon mal wieder ganz nett. Kann man nichts sagen. Ich werde die Naht mal noch fixen und das nächste, wo seht ihr denn die genauen Zahlen? Da muss ich jetzt aber ein bisschen rumfriemeln an dem Ding. Aber ihr habt gesehen, auch jetzt, nachdem ich mir mein Spektaltier gemacht habe oder gekauft habe, bin ich weiter dran. Ein Mount fehlt, wie gesagt, noch und das nächste sind aber erstmal die Rezepte, was ich mir hole und dann das letzte TCG-Mount. Ja, das war es erstmal mit dem kleinen wöchentlichen Update. Wenn ihr wollt, schaut nächste Woche wieder rein. Mal gucken, ob mir dann was Neues einfällt, wo ich ein bisschen Gold rausholen kann. Im Moment war ich ja so ein bisschen an Rezepten noch dran und mal gucken, ob sich das die nächsten Tage auszahlt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.